So, die letzte Nacht. Morgen geht's los. Echt gespannt. Hi Leute, ich bin jetzt hier wieder in Hamburg. Ich möchte euch zum nächsten Teil von meinem Videotagebuch begrüßen. Und zwar war ich hier schon mal vor 4 Monaten und habe mich über einen Haarteil informiert, weil ich einen Haarausfall habe, schon seit längerem. Ich bin jetzt erst 24 Jahre alt und da möchte man einfach noch keine Glatze haben. Und jetzt auf das erste Video, das wir da dann released haben, kamen ganz viele Fragen auf uns zu und die möchte ich euch einfach heute mal beantworten. Also die Zeit verging einfach mega schnell. Also mir kommt es vor, als ob ich gestern das erste Mal hier gewesen wäre. Am Anfang habe ich das gar nicht so richtig realisiert, dass ich da in 4 Monaten Haarteil bekomme. Und so nach und nach ist es alles näher gerückt und habe ich auch immer wieder mal die YouTube-Videos angeschaut. Und jetzt gerade auch in den letzten 2 Wochen war ich eigentlich dann täglich auf YouTube, nochmal kurz angeschaut, wie es bei den anderen ausgesehen hat. Und ja, da war ich echt gespannt drauf, wie das dann jetzt auch bei mir sein wird. Also ich habe das meiner Familie gleich erzählt, die wussten da von Anfang an Bescheid. Und den Freunden habe ich jetzt so erst vor kurzem dann erzählt, was jetzt auch näher gerückt ist. Und ja, also meine Freunde finden es cool. Und ein Arbeitskollege von mir, also ein ehemaliger Arbeitskollege, der hat auch Haarausfall und der hat es dann mein erstes Video gesehen, auch durch Zufall und hat mich dann gleich angeschrieben auf WhatsApp und mich ausgefragt, wie das so ist und wie das abläuft. Also ich habe mich vor einem Jahr ungefähr darüber informiert, über so ein Haarteil. Ich bin jetzt noch Student und da hat man ja nicht so das große Geld zur Verfügung. Und weil ich jetzt auch noch ins Ausland gehe, habe ich dann halt dafür gespart. Und habe trotzdem mal angefragt, was sowas kostet, was so die Folgekosten sind. Und dann habe ich halt einfach geschrieben, dass es unter den Bedingungen für mich halt nicht geht, weil ich ins Ausland gehe und da halt dafür mein Geld brauche. Und dann ist die Firma Heidegger auf mich zugekommen, hat gesagt, sie finden die Idee cool, dass ich ins Ausland gehe und finden es schade, dass ich halt kein Haarteil kaufe, aber dass wir da was machen können, dass wir da eine Lösung finden. Und so sind wir dann in den Gesprächen nach und nach auf so einen Blog oder einen Vlog gekommen, in dem ich einfach dann euch berichte, wie es mir drüben mit dem Haarteil ergeht, welche Erfahrungen ich da mache. Und gerade auch beim Backpacken ist man ja viel unterwegs. Und wie das dann da quasi sich verhält, mit Saubermachen und mit der Hygiene und genau, alles drumrum. Also ich reise nach Mexiko und bin da dann 4 Monate und danach möchte ich noch Mittelamerika bereisen. Ganz genau weiß ich noch nicht, wo es hingeht. Ich plane es immer so Tag bei Tag und schaue dann, wie es weitergeht. Ich möchte euch zeigen, wie es ist, mit so einem Haarteil zu reisen, also wie ist das Fliegen. Dann, wie ist es im Meer? Also, das ist ja auch Salzwasser. Wie ist es am Strand? Auch in der Hitze in Mexiko? Wie ist es vielleicht auch im Dschungel, wenn es tropisch ist? Wie ist es im Swimmingpool? Und, und. Also, da gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, die ich euch zeigen kann. Auch von meinem täglichen Tagesablauf vielleicht mal, wie ich ein Styling mache. Und werdet einfach dann sehen, was auf euch zukommt. Ich habe auch mehrere Haarteile, weil es auch verschiedene Systeme sind, also verschiedene Monturen. Die sind unterschiedlich aufgebaut. Ich bekomme dann Folien und ein Lay-System. Ich bin jetzt dann ein klassischer Anfänger da drin. Ich habe auch keine Ahnung, was zu welchen Witterungsverhältnissen besser ist, was vielleicht besser auf dem Kopf ist, wenn es heiß ist, wenn es schwül ist. Und das möchte ich euch dann zeigen und gemeinsam mit euch dann erleben, was da dann die bessere Variante ist. Wo man dann die Pros hat und die Cons hat und einfach euch zeigen, was ihr wo wann tragen könnt. Ja, ich habe seitlich so Locken und deswegen habe ich mir halt gedacht, dass ich eher oben längere Haare habe
und seitlich dann kurz, weil oben hatte ich auch früher glatte Haare. Die waren auch im Sommer dann ein bisschen heller als im Winter. Und da habe ich mir dann so eine Haarfarbe auch ausgesucht, wo dann dem entspricht, dass es natürlich wirkt und auch von der Frisur her dann auch was zu mir passt. Und da hat mir auch der Dominik dann geholfen und mich beraten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, mir im Video zuzuschauen. Wenn ihr Leute kennt, die auch so ein Problem haben mit Haaren, teilt denen, sagt es denen weiter, macht einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt oder auch Vorschläge habt, was ich für euch testen soll in Mexiko, schreibt es hier unter die Kommentare. Und wie ihr wisst, immer schön die Kanäle abonnieren und teilen.